So, jetzt hat mich Instagram sauber rausgeschmissen. Sowas. So, let's do it again. Einfach rausgeschmissen hat er uns. Der Sack. So, wo ist denn der Christian? Und die Biene. Schaut. Jetzt, wo haben wir es denn? Der Georg Stiegler ist da. Der Jada Joseph. Jetzt schreiben wir. Sind wir wieder drin? So, Mr. Schauer. Ja, was ist da los gewesen? He? So ein Krampf. Jetzt haben wir so gut angefangen. Und hat es uns alles zusammengehauen. He? So, jetzt hat er noch. Vielleicht haben wir Zeit überschritten. He? Ja, Herr Axinger, grüß Gott. Sind Sie noch auf? Axinger Thomas, grüß dich. Geil. Jetzt waren wir kurz draußen. Ja. Ich weiß nicht, wann muss ich denn das jetzt kriegen? Keine Ahnung. Alle hinaus. Warte, warte mal weg. Du hast gesagt, jetzt haben wir 5 Minuten, ja wahrscheinlich noch 12. Und dann fahren wir, bumm. Marius, grüß dich. Bayerischer Friedrich, habe die Ehre, willkommen in der Oberpfalz. Ehre. Aber Bina ist jetzt uns verloren gegangen, hä? Ja, Bina, warte, zuerst wieder mal kurz zu erwähnen. Ich habe kurz geschrieben, und so was rausgekommen. Ja, dann ist jetzt unsere ganze geile Konversation mit dem Klausi alles hinüber. Jetzt können wir gar nichts abspeichern. Prost, Bina. Ja, Axel, jo, so ist die jetzt nicht zum Speichern gegangen, oder? Nein, ist nicht zum Speichern gegangen, war einfach weg. Ja, war immer weg. Vielleicht findest du das dann in live im Archiv drin noch. Ja, Klaus, aber dir, Marius, grüß dich, Bina, bist du wieder da? Bina ist weg. Alle Kinder noch mal. Daniel Steinberger, JB Bauer. Was? Öfter mal bei Insta, oder ist das? TikTok ist auch so, dass so Verbindungsprobleme hat. Und, ja, mein Gott, das passiert Rio. Gibt es noch die coolen Kaffeetassen? Rio, weißt du? Hey, da sind halt wieder Leute da bei Bayern Power. Du hast uns einfach rausgeschmissen. Ja, steh mal auf. Ich glaube, du sitzt auf der Leitung am WLAN. Der Drechsler ist jetzt einfach mehr, du. Drechsler, ja. Einen Karton. Jetzt auf meinem Shop, liebe Leute. Auf meiner Homepage habe ich jetzt. Hast du jetzt deinen Shop schon? Moin. Auf meiner Homepage habe ich jetzt. Karin schreibt Moin. Moin, Moin. Ja, Moin, Moin. Nein, nicht Moin, Moin. Ja, Moin. Da gibt's ja, was Bier. Moin. Es gibt kein Bier. Du schuldest mir Jackie. Genau, und das gar nicht wenig. Die Tassen gibt es jetzt auf Shop. Hey, shop-sound.com. Da gibt es jetzt Tassen. Cafeteria. Schaust du? Nee, noch Moin. Ja, Moin gibt es auch. Und nicht nur Moin. Hey, Rio, ich finde die immer so schwer auf Amazon, bis ich dort ein Lied finde oder was. Oder Rio, da gibt es so viele dann. Schon ganz viele gibt es da. Und du musst immer Titel eigentlich, Christian. Immer ein Titel. Ja, hab ich. Bad, Bad, Bass. Husten, Gull, Wurz. Hey, gibt es bald ein paar Tage nicht auf deiner Homepage und das schaut wirklich ganz verändert. Mhm, sehr gut. Sagt eins Bayern. Ja, da schaut ja die Frau. Macht sich doch. Schauen wir mal. Shop-Pizza gehen. Ist das gegangen mit Ding? Mit Brimpfuhl? Wen haben wir jetzt als nächstes Überraschungsgast gefahren? Rio-Tasse, Rio. Egal. Rio, Pass, KFC, Zürich. Ich bin auch nicht von Rio. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Schubilein. Geil, super. Schau mal zum Christian wieder. Hallo. Hallo. Jona hat noch oben gebracht. Also uns tut gerne die Wurst. Ja, zwei Sächen. Das ist aber der Brave und dann hat es einen Bösen. Nein, das Böse. Ist die Böse. Das ist die Böse. Ja. Ja, du bist also, du brauchst eine Tente, die du knapp, so.
Direkt, ja, ja. Schön. Du kriegst das, bin gespannt, dann mache ich dein Bodyguard. Du, tu mir das abfotografieren, mach einen Screenshot, ne? Ja, ich mache die ganze Zeit Screenshots, meine Lieben, das kriegt ihr ja gar nicht mit, was ich jetzt fotografiere. Ja, weil du bist dein Opfer. Den Bayern Power Kanal irgendwie wieder mit Inhalt füllen, ne? Ja, das sind die ganzen, wie der Axinger Thomas jetzt, unter Chaos. Die haben die jetzt die ganze Zeit so nicht dabei, bin aber am Bayern Power Kanal sind sie wieder voll dabei. Cool. Da haben wir genauso viele Zuschauer wie auf die anderen auch. Super. Genau, super. Lieber Kars. Holze, wie bist denn du für eine Jahre? So. Holze. Christian, jetzt müssen wir wieder kurz geschachteln. Du hast mir einen geilen Gast vorgestellt, den wir auch mal in die Sendung holen. Und zwar ist das, bin ich heute fest, ein Schwergewichtsboxer. Ich habe ja eher die Dinge geschickt, weil wenn er nächste Woche, hat er gesagt, hat er dann Zeit, hat man sein Bruder in der Arbeit erzählt. Die haben nämlich im Vormittag haben sie noch miteinander trainiert. Und dann ist er in der Arbeit gekommen, er hat schon mit blauen Augen, gebrochene Nasen. Und er hat gesagt, sie haben die Nachricht miteinander gelesen, es geht heute das Wochenende nicht, aber nächstes Wochenende, nächsten Freitag ist er dann dabei. Du weißt, der Daniel Steinberger. Das ist, der hat mit mir einen Geburtstag, der hat auch letzten Samstag gehabt, Daniel, nachträglich noch ist gut, ist ein Arbeitskollege und so. Früher haben wir öfter mal Alkohol miteinander genossen, aber dieser 60er-Fan und ihr Bayern-Fan. Und der Drechsler möchte man unbedingt auch. Der Drechsler. Drechsler kennt man früher ja jetzt so. Also, ja. Holen wir mal den Drechsler, weil der schuldet der Bino einen Karton Checki, dieser Arbeitskollege von mir. Dann holen wir schnell mal rein, wie er. Und wenn er frech kommt, haben wir, glaube ich, raus. Und da Keichen, der traut sich immer nicht. Es sind so viele Männer da, die wo eigentlich, wenn der Bino will zuschauen. Das stimmt gar nicht. Wenn der Rio, wenn wir bestimmt, wer kochen wir und zuschauen. Ja, das? Vielleicht stingen die auch, die? Das Lärmblock verlassen sollen. Ja, was ist denn da passiert heute? Was denn? Wo sitzt denn du in Schullandheim? Ja, nochmal an Bord. Ich kann mich selber nicht kennen. Stumpferer. Nein, du hast doch vorher geschrieben. Ich bin ja bei der Bascha. Der wollte es ja nicht. Was ist denn das? 36 FC Bayern. Wo bist denn du? Mühlberg oder gar keine Feuerwehr? Maxl, wie geht's dann? Wer braucht man nicht? Legt eine Riese am Loch. Was ist? Bayern ist es. Habt ihr nicht für einen Sender drin? Jetzt müsst ihr das Ding halt da. Spotify. Amazon, sucht mal Trio mit Bass. Gibt's auch gut. Das Spiel gut. Und wie geht's dir, Maria? Ich bin das. Ein einmal Löwe, immer Löwe. Hey, jetzt hast du einen Bino da und jetzt rechtfertigt der mal, wenn wir da schon die Chance geben. Wann bringst du den Checki vorbei? Ria, ich gebe den in Schauer mal nicht. Ria? Ja, der Bino schützt noch. Du verwechselst schon wieder irgendwas. Ah? Der weiß morgen nicht mehr, der live war. Holen wir mal ein Ding dazu. Geh weiter, Heini, komm jetzt schnell einer, bis der Fremde kommt. Keichen, jetzt komm einer. Auf geht's. Nein, also, danke, Ralf, Mario und Christi. Die kommen jetzt alle wegen dem Drechsler. Bleibt einfach da. So. Kai, jetzt bist fällig. Jetzt muss uns das mit der Jagerwurst der Zeit mit dem Der Kai ist der, wo die 2 Kilo Schnitzel gegessen hat, oder gesagt hat. Wie heißt der? Heini. Heini 93. Heini von der. Wie hat die Straße wieder geheißen? Wo der Heini da war, wo der Gockel war, ist das Auto vorbeigefahren und ist die Höhen. Ja. Heini. Siehst du, jetzt hat er sein Heimann, bitte. Also, nein, also ich wollte gerne live gehen, du hast recht. Ich muss einfach kurz nachher dabei. Was machst du? Also, du musst aufs Klo. Einer soll ich den Fernseher oder Radio immer abschalten? Sein oder Gäste rausschmeißen.
Irgendwas halt bei dir. Dein Bluetooth-Kopfhörer. Nimm's raus, red so mit uns, halt schon fort. Die Preisen. Guck, die ja, Preisen haben sogar Einhornmütze auf. Ja, also, die leuchten so aus. Das ist einmal. Mir hätte man natürlich jetzt dann in Daniel Stempel-Dones in der Ohr. Mir kann man den Künstler schnell einholen. Aber den Axinger-Turm und der Dittmar Weiß, dieser Zeichner. Axinger-Turm, hast du Zeit kurz? Was hast du jetzt gemacht? Weiß ich. Bist du raus? Ja. Der Kai ist raus. Warum? Weil Einhörner in Instagram nicht gern gesehen werden. Okay. Ja. Ein alter Künstler, du oh, Wahnsinn. Grüß dich, oder? Grüß dich. Du musst uns jetzt selbst zu deiner Wohltätigkeit sagen, wo das nicht der nächste Benefiz-Ding ist. Ich hätte einfach Werbung gemacht, weil ich es so geil finde von dir. Im Juli, ja. Bin ich gerade dabei. Ich mag organisieren für Tombola und so weiter. Aha. Ja, was würden wir dazu sagen? Was wisst ihr am Benefiz-Konzert im Juli? 23. 24. Wir sind vor Gängefeld, spielen jetzt 4 Bands. Und diesmal geht das Gold. In der Nähe von mir ist ein Kinderheim. Oh, cool. Und das sind 6 Kinder. Das sind zwischen 6 und 14 Jahre. Das sind Kinder, die geschlagen sind und vergewaltigt worden sind. Und für die sammelt jetzt das Gold. Und ja, und da bin ich drauf und dran. Und die haben einen riesengroßen Wunsch. Und ich bin drauf und dran, dass ich diesen Wunsch erfüllen kann. Das heißt quasi, die würden gern eine riesen Rutsche haben, vom ersten Stock aber Richtung Gartenhain. Und cool. Ja, das ist nicht gerade billig. Du Thomas, gibt es irgendwie Bankverbindungen oder irgendwie was, oder wenn man da leichter da mal spenden kann oder so, da man das ermöglichen können? Ich habe da Konto, das ist ein PayPal. Da war leider spenden und ich habe Sponsoren, die wollen spenden. Und ja, da sammeln die. Und ich sage jetzt mal so, die Rutschen wird ungefähr um die 10 bis 15.000 Euro kosten. Das ist aber keine normale Rutschen, sondern das ist also ein Dingrutschen, so ein Wendelrutschen. Für eine Person ist viel, auch für viele ist gar nicht so dramatisch. Und du bist ja, da super, ich rechne mir schon. Also, wie schaut das rein? Ich bin jetzt bei einem Stand von den letzten 8 Jahren 65.000 Euro, was ich gesammelt habe. An Spendengeldern. Und ja, und das ist halt alle Jahre irgendein Projekt, was ich halt habe. Und das ist halt jetzt wieder ein bisschen größeres Projekt. Ich bin jetzt bei einem Drauf und Druck, was ich halt Fernseher kommt jetzt dann und die sind mit dabei und Radio und halt. Aber wie gesagt, dann schauen wir mal, was wir zusammenbringen. Ja. Nein. Ich bin ja heute auch bei Filmen ausschreiben. Oh, das ist ein Wahnsinn. Ich habe bis jetzt angeschrieben 846 Firmen. Krass. Und jetzt insgesamt sind 5 Firmen, die was gegeben haben. Mir nicht. Ja. Das ist, weil es einfach heißt, für Dritte Welt oder sonst irgendwas, aber für, wenn du selber umfragst, kriegst du nichts mehr. Was du ja. Drum ist bei mir, schau da mal da, wenn wir zu helfen können. Weil was du für die Leute machst, oder der Chaos da oft, was der versteigert, für wohltätige Zwecke, und man muss sagen, Respekt, uns geht's gut, und wenn wir da ein wenig dazu beitragen können, es muss ja nicht viel sein, die Menge macht es dann Leute, und schauen wir da mal viel erreichen, und da wir das einfach überall verlinken in Stories und auf Facebook und so, da wir da, also, du hast was überrascht, wenn ich Facebook aufmache und dann sehe ich wieder Karikatur von mir, die was absolut geil ist. Und die muss man mal jetzt zurückgeben und deswegen werde ich mit auf ihrer Reihe sitzen. Ich tue alle meine Böckeln, was ich oder Karikaturen, was ich mal und verkaufe. Da ich bin mit der Seite auch Tür schon. Krass. Respekt. Ich finde die Leute so super, die was das aber nicht so gut geht. Und dann hauen sie sehr viel an und voll in Bresche. Ja, also echt voller Respekt. Das Problem ist, wenn du nichts anfängst, dann geht nichts.
Das Problem ist, die Leute sind alle bequem geworden. Wenn du die Leute zum Denken bringst, dann fangen wir so. Aber ansonsten von sich selber ist ganz traurig. Also ist Wahnsinn. Und wenn du dann wieder Leute siehst, die Kinder haben, und dann wirst du noch angeredet, so quasi, aber was magst du denn, die paar Kinder? Das bringt ja doch gar nichts. Das ist das, was mir traurig macht, weil ich muss sagen, jedes Kind, wo ich helfen kann, ist das gut. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber solche Aussagen, so quasi, das ist also ein Tropfen auf dem heißen Stein, das finde ich für einen Schmarrn, weil im Endeffekt, ich habe gar keine Kinder nicht gehabt. Ich weiß, wer das ist. Und wenn solche Kinder, wenn du dann siehst, wenn du das helfen kannst, das ist das Größte. Das ist das. Ja. Ja, super. Ja, schauen wir, da werden wir da dafür Werbung machen. Und Stories und so vielleicht. Das ist aber gerade ein kleiner Tropfen vielleicht, okay, aber im Endeffekt. Ja gut, du musst das so vorstellen. Der wenn es eine Kleinigkeit ist oder Werbung ist, es kommt immer wieder ein bisschen was zusammen. Und einfach genau. Ein bisschen wird dann immer mehr. So sage ich das. Genau. Ich dachte, aber es ist, ich habe Kinder gehabt, weil ich da mal gesammelt habe, ich Obdachlose. Die sind gekommen und haben einen Schlafsack gebracht. Oder ich habe auch mal eine ganz Wolle gehabt, das werde ich nie vergessen. Ich war gleich 5 Jahre alt. Die haben 5 Euro gebracht. Ja. Ich habe der Papa mir das erzählt, die hat jetzt nicht gewusst, um was das geht, aber sie hat sich halt gefreut, weil sie 5 Euro bringen Kind hat. Ja. Also ich sage eigentlich, es geht nicht um große Sachen. Umso mehr, was halt Leute bringen. Weil ich es einmal gemacht habe, vor 3 Jahren mit den Obdachlosen. Ich habe die Spendenaufrufe über Facebook gemacht, 14 Tage lang. Dann habe ich Karikaturen gezeichnet und ich habe dann zusammengebracht, ich habe also Backen gekriegt von ganz Österreich, Schweiz, Italien, Deutschland und nach 14 Tagen habe ich so viel Backen gehabt, dass ich einen ganzen LKW voll mit einem Anhänger von Sachspenden gehabt habe. Ich habe für 12.000 Euro quasi Sachen gehabt, das kannst du dir nicht vorstellen. Und wenn die Mutter dann gekommen ist vor Ringspruch für die Obdachlosen, wie sie ganz Auto gehabt hat, kann ich die 3 Schachteln anholen. Und dann ist er gekommen, hat er die 5 Schachteln gesehen, hat er sich gefreut. Und dann haben wir das Tor aufgemacht und da sind einfach mal 80 Schachteln drin gestanden. Was? Wahnsinn. Und das kannst du dir anschauen, das ist unter Google drin, da ist das Video drin. Ich habe ihn schon mal angeschaut. Und das war für ihn das Größte. Und ja, und im Endeffekt ist das also. Im Endeffekt ist aber alle was anderes. Ich habe Obdachlose gemacht, dann den Baum, der im Rollstuhl bin, ist dann für Frauen, die über Krebs gehabt haben und ja, im Endeffekt mache ich für jeden wieder was anderes. Und die also, sind total Respekt vor euch. Und mein Ziel ist, ich möchte 100.000 Euro schaffen. Ja. Ich Leute, die wo zuhören, das Kind PayPal mich machen, das ist eh in meiner Bio in Linktree drin, das nehme ich nicht für mich, das gibt dann alles der Thomas. Kannst du einen Grund geben, oder? Kannst du sagen, Spende oder so? Genau, Spende. Axinger Thomas, oder hast du da so ein Schlagwort? Toms Spendenaktion heißt das. Aha, genau. Da können dann die Leute dazu schreiben und das kriegst du alles da. Ja, aber das ist ja bei mir sind so die Leute auch im Endeffekt, was ich im Endeffekt kaufe, dann mir geht da nichts weg, ich mag das einfach. Und bei mir, wie gesagt, geht es da rein und ja, und jetzt war ich vor 4 Runden, weil es so warm ist, dann habe ich für die ganzen Kinder und für die quasi Betreuer 50 Eintrittskarten fürs Freibad gebracht und für die war das Größte, weil jetzt gehe ich fürs Freibad, okay, das ist zumindest echt am Anfang. Und ja, jetzt bin ich halt laufend froh, dass ich halt da sammelt, aber ja, sagen wir mal so, es schaut nicht schlecht aus. Bin jetzt schon bei 3.500 und ich habe jetzt mit der Firma schon telefoniert. Das ist in Sachsen, die so Rutschen herstellt, den habe ich alles erzählt, was ich mache. Der Chef war auch begeistert. Und ja, jetzt hat er mir kein schlechtes Angebot nicht gemacht. Und dann werde ich das irgendwie, wenn ich da schon hinkomme, so jetzt mal so. Da bin ich voll überzeugt, weil bis jetzt habe ich alles geschafft. Genau. Nur ja, dann. Und zuschaut und bloß ein paar Knutscherl übrig hat, spenden. Entweder schaut es beim Tom Axinger vorbei. Genau. Oder beim Schauer Christian, dem könnt ihr auch auf PayPal was überweisen und einfach als Betreff Spende dazu schreiben. Genau. Jetzt. Also genau, das kriegt dann alles. Du schreibst aber 4 Freunde und Familie dazu, dann haben wir keine Abbuchungsgebühren auch nicht. Ja, keine Abzüge. Weil das heißt, ging auf dem Businesskonto von PayPal, da wird da prozentuale Mozung. Aber das geht unter Familie dann und dann passt das schon. Und dann, glücklich ist der Thomas.
Weil ich finde, sowas geht einfach unterstützen. Sowas. Ich habe mir damals das Video geschaut, wie der Richie das mit deinem Motorrad, was gekriegt hast, gemacht hat. Und so. Ja. Ich habe Tränen in die Hand gehabt, wie ich den gesehen und so. Gigantisch. Ja, das ist, das hat sich wieder so ergeben gehabt, was wieder zurückgekommen ist im Endeffekt. Mhm. Ja, ich muss sagen, ich habe ja einen ganz großen Fankreis in Italien. Da bin ich jetzt seit 9 Jahren, da ich da quasi alle Jahre 40 Bilder ohne. Und ich habe die 40 Bilder verkauft in Italien und dann die Bilder quasi für behinderte Kinder gegeben. Und mit Johannes habe ich ja vorgestern habe ich jetzt Bescheid gekriegt, das ist mein 500. Fan ist der Zeugner. Und da bin ich schon stolz für den Punkt. Uns geht es eh so gut. Und da tut uns, wenn wir ein bisschen was hergeben, tut uns nicht weh. Und wenn man weiß, dann, es kommt bei den richtigen Leuten und unterstützt man die richtigen, wie, dass du dann weitergibst und da finde ich es einfach für richtig. Jetzt sagst du, jetzt sind wir wirklich von Gaudi Blödsinn auf. Oh, gehört auch dazu, Rapid Start. Ja, na, mich freut es. Und ich habe in der Chalbos mal so ähnlich. Ich bin eigentlich im Tattoo fast gar nicht mehr drin, ganz ehrlich, weil ich momentan mit der ganzen Aktion total beschäftigt bin. Du hast mir einmal geschrieben, dass dabei Videos gesperrt werden und solche Sachen einmal. Ja, ich habe jetzt ja schon mittlerweile im Diktatur live mache ich das. Das heißt quasi, ich gehe ab 1 rein und da von 1 bis in der Frei um 9, also die ganze Nacht durchzeichnen. Da können die Leute live zuschauen. Und jetzt haben sie mich halt schon zweimal gesperrt. Das heißt, ich habe einmal ein Viertel zeichnet, da waren wir wunsch, die haben dann zugeschaut, ein Viertel zeichnet und mittendrin in der Zeichnung haben sie mich für gesperrt, weil ich alle angeblich für 60, also mit Kindern 60 ist gleich gekommen, dann haben sie gleich für 30 Tage gesperrt. Das ist klasse. Ich glaube, dass dann, du darfst es gut und dann wirst du gestraft. Ich habe keine Frage, Widerspruch gekriegt, aber es hat mich gar nicht interessiert. Jetzt ist alles so, dass ich jetzt ab und zu in Facebook reingehe. Gut, Facebook habe ich jetzt nicht die Leute, die uns zuschauen. Mhm. Weil, obwohl dass ich da im Facebook 11.500 Abonnenten habe, aber das ist halt, ja, das ist nicht so wie jetzt bei TikTok oder bei Beispiel Instagram. Das ist ein bisschen Unterschied. Ja. Selbst wenn ich live gehe auf Instagram, TikTok mit 36.000, das ist nicht so. Die Leute werden noch nicht informiert, sie sind draußen. Das geht um öfter. Ich bin in der Arbeit, ich bin jetzt da unterwegs beim Einkaufen. Jetzt gehen da einer live, der wo interessant war, kostet aber nicht, weil es einfach von der Situation außer gar nicht geht. Das ist auch weh. Und darum hast du einfach so wenig. Das ist jetzt nicht, weil sich die Leute nicht mehr für dich interessieren oder so, das ist einfach nur. Das sowieso nicht, also wie gesagt, da kommen wir jetzt. Situationsgeschuldet, da. Aber ich bin da wirklich sehr traurig, wenn man das anschaut, wenn jetzt, aber wenn jetzt du was anfragst bei den Firmen, wie Wing, dass da Unterstützung kriegt, das ist schon an. Das muss irgendwie örtlich anlaufen, damit die Firmen, da haben in Zeitungen kommen, vielleicht ist noch nie dabei ein TV dabei, damit zur Öffentlichkeit zur Arbeit haben. Und auch so, wenn sie das nicht haben, dann mengen sie auch gar nicht mehr so. Ja. So können sie mir vor. Weil die mengen zwar etwas geben, aber sie sind da jetzt irgendwie dafür. Ich kenne auch vier Minuten. Ich glaube, 2 oder 3 kann ich so sein davon. Ja, das ist schon Wahnsinn. Ja, okay. Das ist nicht so schlimm. Also, drüben sagt es einmal, wenn ich die so schaut, die Leute, wenn sie alle unterstützen und jeder macht damit und ich soll jetzt einmal so mittlerweile haben wir jetzt 180 Leute schon selbst hat überkommen. Dann haben wir es jetzt mal überraschen, wenn jetzt das da ist. Aber es ist auch mittlerweile wirklich so, ich habe fast über 20 Anfragen von Bands gekriegt, die über Spulen wollten. Jede ist froh, jede möchte nach der Corona Situation spulen. Bitte? Und von wem hast du die Anfragen gekriegt? Von Bands? Mercedes. Achso. Die wollten alle bei den Festivals spulen. Mhm. Und das war ja Wahnsinn. Also ich habe gesagt, ich spiele 4 Stück, das geht am Freitag um und Samstag. Und das so, wir wollten spielen, kostenlos und wollten mitmachen, aber das geht ja nicht, weißt du, was ich meine. Naja. Ja, aber wie ist das jetzt, Tom, mit so Auflagen fürs, ich meine, macht's Benefit, möchtet Gelder sammeln? Habt ihr da, also müsst ihr auch mit krasse Corona-Auflagen und ihr müsst ja dann das alles irgendwie vorfinanzieren, oder? Diese ganzen Hygiene, Zeigel, alles was braucht. Da geht ja so viel Kohle flöten, oder? Ja, das ist so, ich habe einen Hauptsponsor, das ist der Autor, der vom Bauer-Konzert.
Und der vom Bauerkonzert, der übernimmt alles. Das heißt quasi, da ist ja sowieso die ganze Versicherung, das ganze Zeug, den ganzen Aufbau übernimmt ja alles. Mhm. Und bei mir ist es so, bei mir, ich habe jetzt so organisiert, dass alles, was halt zum Beispiel betrifft, mit den ganzen Poster, Plakate machen oder sie. Dann die Bandspielen an, die wir sonst, die habe ich alle die letzten zwei Jahre eine neue Homepage gemacht, eine neue Bühnenbildung und neue Logos. Das habe ich alles gemacht. Dafür dann die, was wir sonst spielen. Dann Rotenkreuz habe ich vor zwei Jahren oder letztes Jahr einen Aufruf gemacht, für den ich habe gezeichnet. Die haben dann über 8.500 Euro zusammengebracht. Sicherheitsdienst und umsonst, also alles, was da betrifft und die Personal, da bin ich drauf und dran. Das heißt, dann alle umsonst, aber was alles der Aufbau betrifft und das Teich ist, übernimmt alles, der Bauerkonzert, der übernimmt das komplett. Krass, weil, das ist cool, weil sonst bleibst du. Das wären Kosten, das kannst du. Das ist unglaublich, das ist Sport, gell? Nichts macht. Ja, aber du weißt ja, was das kostet, GEMA und dann hat dann die ganzen Genehmigungen. Ja, das ist das. Da muss man quasi die Leute am Platz führen und dann die Abstand muss der halten und. Wir haben jetzt dann im Juli, macht Meinung, ich möchte in Dickendorf TikTok-Treffen machen, wo ich wegen die ganzen niederbayerischen, oberbayerischen Dinger, TikToker, die größten ein wenig zusammenkommen, also ein Fanfest. Vielleicht können wir da eine Box ausstellen, wo es zusammenkommt und so. Ja. Und mit den Organisatoren, weil der Termin steht noch nicht fest, das ist ja irgendein Sonntag im Juli einmal, da wir da Apps machen, geht immer um Apps. Ja. Ja. Aber so mal sagen, ja, finde ich, wie gesagt. Cool. Ja, so ist ja, das. Danke fürs Raufschauen, lieber Tom. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich, wir wollten bloß eine Stunde machen und haben jetzt schon wieder eine halbe drüber. Aber das mit dir war jetzt wirklich, was jetzt wert ja. Und die Leute sind uns einfach mitgekriegt, dass anderen doch noch schwerer geht als die, wo jetzt, ne, vielleicht sagen sie jetzt, schauen wir trotzdem in die Arbeit gehen können, weißt du, und waren jetzt zwar halt coronamäßig eingeschränkt, aber es gibt halt, was du so gesagt hast, Kinder und die, wo es halt nicht so gut geht, das vergisst man oft alles. Das genau. Ich habe zuerst gelesen, drei bei Jörgchen AG, drei Arbeitslosengeld, drei und sowas. Selbst da kann man mal einen Euro hergeben. Man muss halt einmal tausend geringer und abdringen. Ja, losen wir einfach einmal so weit vom Fenster aus, weil sonst kommt es auch mit Zigaretten und Alkohol. Ja, ist doch so. Ja. Egal, wenn es ja nicht passen, sonst bleibt folgen. Das ist meine Meinung. Ja, wie ist es das, Tom? Bist du dann auch vor Ort oder gehst du dann, schaffst du es da hinzukommen oder organisierst du bloß und bleibst du daheim? Es kommt aufs Wetter drauf an. Mhm. Es ist ja so, alles was unter 25 Grad ist, kann ich rausgehen. Alles was drüber geht, kann ich nicht rausgehen. Weil wenn ich rausgehe über 25 Grad, dann kriege ich leider Anfälle. Also das heißt, ich bin ja im ganzen Sommer, wenn es extrem warm jetzt ist, bin ich daheim eingesperrt im Endeffekt und kann ich nicht rausgehen. Das heißt, bei mir ist die Wohnung ja klimatisiert. Und alles, was drunter geht, aber wenn es drüber geht. Halt ja, weißt du, so schon hart diese normale Wohnung ohne Klimaanlage, wie dass du die 25 Grad drunter hältst. Ja, und das habe ich gesagt, wenn es so extrem warm ist, geht das bei mir nicht, weil erstens kann ich nicht drin, verstehst du nicht, und zweitens fange ich dann zittern an und kriege ich auch den Kram vom Willi und das geht dann nicht. Und, wie, der, ja. Wie Frau Mitter früher, vor einem Jahr oder so. Nein. Dann wünschen wir uns einfach auf den Tag einen kleinen Schauer zur Abkühlung. Ein Schauer? Ich probiere, dass ich auf Nacht hingehe, habe ich gesagt. Halt. Ja, genau. Sehr gescheit abkühlt. Ja, ja, jetzt darf ich sagen, wir sagen uns gute Nacht, wenn ihr Bock habt. Ich habe noch Bock zum Dableiben, aber die Künstler müssen am morgen früh wieder alle raus. Es geht ins Bett und ich fange jetzt mal noch. Ja, genau. Vielleicht sieht man den nur auf Facebook live dann. Schaut mal, Axlinger Thomas auf Facebook, der zeichnet immer live. Und wofür Sachen? Puh, ja. Bilder wie in echt, wie fotografiert und Fantasy und auch einfach super. Ganz toll. Schaut vorbei, folgt ihm. Auf Instagram. Uns könnt ihr auch folgen, liebe Leute. Wir sind jetzt zukünftig wieder. Wir haben Bayern Power unverpackt, unseren Podcast. Jetzt schauen wir. Und wir brauchen
Ja, noch ein neues Titelbild, weil der Kopf vom Ritschi muss weg, da muss der Schauer hin. Ja, das kriegen wir, das ist deswegen ein Problem. Da hätte man sogar einen, der wohl gut zeichnen kann. Freut mich zackerisch, dass wir wieder am Start sind. Und jetzt machen wir es halt dabei live über Instagram. Und weil, wie gesagt, Facebook hat uns ja ziemlich doch rausgeschmissen. Und ihr könnt es alles nachträglich noch auf YouTube anschauen. Und zwar auf meinem Kanal. Genau, auf meinem Kanal. Der ist unverlinkt jetzt und auf Bayern Power. Ja, den findest oder auch. Ist aber auf mir auf Facebook, auf, in Linktree, auf TikTok und überall an die verlinkt. So könnt ihr überall hin. Könnt ihr es euch nachträglich anschauen. Traurig, genau. Dass. Ja, Herr Steinberger, da wollen wir die heute nur Minuten rein, wenn es einmal. Also dann, kurz. Du bist raus, okay. Thomas, danke, gell? Also hat mich jetzt narrisch gefreut. Bitte, Tom. Bitte. Ja, jetzt müssen wir noch einen reinholen, oder wie? In Steinberger, weil sonst kann man das wieder bei jeder Busfahrt anhören. Bino, die, glaube ich, das Handy ackert, die lässt jetzt nicht einmal WhatsApp oder was. Ja. Und die iPhones. Steinberger Daniel. Daniel, ich sag das. Rausche, wenn du bist. Wie der Dreck. Eben sie mal, das schützt in dir auch noch. Schau mal auf die Uhr. Grüß dich. Mal, das ist abgelehnt. Aber der Steinberger vorher auch schon probiert. Aber der. Der ist die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob du Lust hast oder was. Der Dietmar Weiß, der heißt, der wo mir auch karikatiert hat, der Rame Zeit, Dietmar Weiß. Vielleicht mag der noch gut sein. Das ist auch so ein Typen-Original. Den zeige ich nicht. Der hat so ein Zeichen, so ein roter Vorhang, dann im Hintergrund blau. So ein Spot ist auf der Rame Zeit. Steht Rame Zeit. Ja, wenn er nicht rauf mag, wenn keiner rauf mag. Ich bin ja gerade abgelehnt. Ja, also dann darf ich jetzt sagen, wir haben ja. Danke, lieber Mauder, Schlirl ist der Hammer, gell? Jetzt war Montag im Video. Wir haben ja heute eigentlich. Party. Hier ist er da, der Herbert. Der Herbert Zogel, das ist dein Bruder, grüß dich. Grüß dich. Gib mir. Der Mann, ja, weil du sitzt da so, alter. Stimmt das ein bisschen? Alter Münchner Bürgermeister, gerichtsdickste Pumpste vor mir. Wenn ich einmal was kriege mit den Aufreißen Schnurrbart und so. Ja, ja. Hat es dir gefallen? Ja, sehr schön. Das nächste Mal musst du mich markieren, weil ich bin gerade durch, weißt du, in den Kommentaren erwähnt habe ich erst mitgekriegt, dass das von dir ist. Ach dass so. Da ja. Überhaupt drin bin, ja. Genau. Ja, ich bin gerade in meiner Atelier drin, ich habe es gerade da. Ja, drücken wir, ja. Kann man sehen. Genau. Cool. Ich verfolge immer auf du, dabei, du kommst aus Hauzenberg, du da immer Dinge, das sind halt Gastwirte, Pfarrer, Bürgermeister, lauter so berühmte oder wenn einer so, ja, kannst du mir mal zeichnen, weil das gefällt mir jetzt dort. Ja. Aber sehe ich mich drin, aber in der Haube, die wäre ja super geil. Ja, da habe ich angefangen damit, das war wie auf Nürnberg auf die Zombie, ich glaube, das war ein bisschen so, da habe ich so Zeit lang gehabt nach daheim, sage ich jetzt einmal. Und da habe ich so angefangen, dass ich so bekannte Hauzenberger Bürger zeichne, ja. Teilweise verstorben. Und naja, ist eigentlich recht gut angekommen und dann habe ich weiter da gehabt. Ja, und du sagst da drauf, also Stempelige Hanslube und so, das ist schon geil. Der ist, schau dir mal, den Bord, Koteletten, der Roman. Ein wenig länger, hinterher also wieder länger. Ja, das ist einfach was. Also ein bisschen Marken, das findet es nicht oft. Weil sein Bruder ja, kennt mit ja, den Ober, die zusammen mit dem Herbert. Ich glaube, wenn ich jetzt an den Bord weggehe und der Kaffee habe, dann darf ich auch schon wie sein Bruder. Ja, ja gut, mein Bruder ist ein bisschen dünner wie ich. Ja, weil das ist nur Zahl zum Essen. Ja, aber ich sag's ja mehr, weil. Jetzt dann hat man. Ohne von dem alten Storyteller von dir sagt, hey, das ist für mein Opa, das ist für mein Opa. Dann sage ich, ja, der ist cool. Warte schon, wie heißt, nein, fällt mir der Name nicht rein. Sophia oder was? Von Gemma Stoffenden. Ja. Anitzberger, oder? Ja, ich kann es auch. Ich kenne sogar noch mal von den Namen aus, weil das war so eine Verrückte, die wo
gehen wir später auf den Ring mit dem Fahrrad vorne das Autogramme von mir kriegen. Also da muss ich alles sagen. Und so, du hast es viel geschrieben, weil du noch ein bist. Ja. Also auch ganz, ganz, wie soll ich denn sagen, das, wo er vorher gesagt hat, der war gezeichnet, dass der da so Spenden macht und so, gell? Gehen wir auf Axinger Thomas, entweder eher Facebook. Facebook oder das meiste drin oder auf Instagram, also. Ja, ich bin schon sprachlos vor sich eine Leute. Die wusste dann selber einsitzen, die anderen sitzen selber in Rollstuhl und so, wie der Chaos. Und dann haben diese so herzensgute Menschen. Da bin ich wirklich genau am Wasser abgebaut und so, mir so gefreut jetzt dann. Weißt du, kann er da schauen, einmal ruhiger werden und. Echt? Ja, das ja. Das ist schon gut, das was fasziniert mich und bin dankbar, dass es sich eine Leute gibt. Ja, das ist schon eine gute Sache. Auf jeden Fall. So, Rio, und so willst du heute ein Lied promoten und alles, und haben wir über alles andere nicht geredet, außer über den Pass. Jeder hat gesagt, auf was er steht, weißt du so, für was er steht und auf was er steht, das hat doch gepasst. Ich habe auch schon Kommentare gekriegt, aber ich sollte nicht so viel reden. Ja, du bist ja aufgetaucht, du hast am Anfang nicht viel geredet. Da habe ich aber geredet. Und jetzt ja, und jetzt auf das gegangen, jetzt habe ich auch mal zugehört. Jetzt bist du aufgetaucht. Die starre Zeit. Vorbei. Ja, meine Lieben, also die Zuschauer reißen nicht ab, aber ich kann gleich nicht mehr mich wachhalten. So wirklich. Schau, ich schon wegen mir raus, oder? Ja. Ja. Ja, ich muss ja sagen, ich habe mir gestern einen Hexenschuss geholt. Und das. Oh, ich da schon. Ja, ich habe dann gestern Tabletten und Zeug und das Nymphe macht dich ganz schön fertig, wenn du einfach zu blockiert bist. Weißt ja. Du, unten in aber da machen sie Tanzbewegungen wie 20-Jährige, aber haben schon fast doppelt. Also, und dann, das kennt man einfach. Ich habe mich in der Woche zweimal verschlafen, weil ich selber vor mir nicht aufgetaucht war, weil ich einfach nicht mit dem Wider und alles so kaputt war. Kommst kaum zum Schlafen. Und dann, wenn es kühl ist und kannst schlafen, ja, dann musst du auch stehen. Ja. Ja. Also, von dem her gehen wir jetzt ins Bett, meine Lieben. Vielen, vielen Dank an alle, die noch zuschauen und alle, die zugeschaut haben, die sich das jetzt vielleicht auch nachträglich anschauen. Die, wo jetzt auch drei Seiten mitgegangen sind. Premiere gehabt von unserer Bayern Power Sendung umverpackt mit dem Schauer, mit der Ria und mit tollen Spontangästen, weil wir machen das jetzt so, wir laden schon welche ein, aber wenn sie halt nicht kommen, machen wir es trotzdem und holen uns interessante Leute einfach rauf, weil jeder hat schon richtige ja. Weißt du auch, die Lokalprominenz und sowas, da wir sicher nicht dabei haben. Ja, Petra Fröber ist auch schon wieder, das gibt's ja nicht. Was macht sie um halb, dreiviertel, eins? Das ist die Zeit, wo wir früher vorgegangen haben, vor zwei Jahren, ja. Der Aldasch sagt, er hat ein Release-Day mit Gserzebrot und Leberkäse. Hey, der? Hey. Petra, noch schnell auf für mich und dann. Hier ja, hast du dein Ding gesehen? Nein, kann es nicht. Oliver, kannst du mir jetzt auch nicht schlecht unterbrechen, gell? Da bin ich sogar hier empfindlich, obwohl ich alles probieren mache. Gell? Alex. Liebe Petra, Instagram sagt mir gerade, du musst die neueste Version installieren, weil sonst kann ich die nicht hochholen. Ja. Was ist das? Steht da. So. Aber jetzt ist schon wieder eine neue Zigarette noch zünden. Wir machen jetzt finito. Prosit. Servus aus. Dann können wir da oben auch noch rauchen. Tschi, bum bum, meine Lieben. Kommt jetzt nicht mehr, okay. Bum bum bum. Ich fahre jetzt gleich um. Pass, pass, pass. Pass, pass, pass. Also. Ja. Du schickst das dann wieder. Dann macht man es wieder in die. Auf YouTube anschauen. Leider ist die erste Hälfte. Leider. Also. Nur drunter in Thomas verlinken in der Beschreibung. Okay. Danke fürs Dosen. Gib mir. Vielen Dank. Vielen Dank.